Folgendes Video könnte den Titel tragen: Vegan Parade hoch 3. Ich habe 3 vegane Proteinriegel zugeschickt bekommen und hier im Test erfahrt ihr, wie ich sie finde. Viel Spaß dabei! Da sieht man eigentlich, wie fest, ich sag mal, Gewohnheiten oder Gehabe mit Reden auch assoziiert ist. Ich stehe hier in meiner Küche, kein Mensch guckt mir zu, nicht mal die Nachbarn, zumindest ist das Licht aus. Ich stehe ganz allein und gestikuliere mit meinen Händen hier hin und her, weil ich euch einen erzähle, aber es sieht mich ja eh keiner. Also warum tue ich das? Keine Ahnung, sage ich da nur. Gut, dass ihr nicht seht, was ich mache, denn ich stehe hier nackt hinter euch, hinter der Kamera, hinter euch auch nicht. Und dann kann keiner sehen, was ich tue. Nein, Spaß beiseite, ich bin angezogen. Jetzt wollte ich euch lasziv zeigen, dass ich angezogen bin und ganz cool die Hand in meiner Hosentasche hatte. Und dann habe ich irgendwie einen Knopf gedrückt und das Handy ist abgestürzt. Egal, egal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen zu einer Vegan-Parade. Denn danke nochmal an dieser Stelle an Christine. Sie hatte mir eine Box zugeschickt, das Video habt ihr gesehen, mit verschiedenen veganen Proteinriegeln. Und hier in diesem Video möchte ich euch jetzt 3 Riegel von Vegans vorstellen, die unter anderem in dieser Box waren. Ich habe euch schon mal einen Riegel vorgestellt, das wäre irgend so ein Erdnussteil. Guckt mal einfach in der Proteinriegel-Playlist. Jemand möchte mir eine Nachricht schicken. Warum möchte er das? Bei Instagram. Ja, muss ich mir ja mal Gelegenheit mal angucken. Ich sehe das immer auf meinem Smartphone, wenn ich Nachrichten bekomme. Immer so als Erklärung. Also ich hatte schon mal so einen Riegel getestet, den fand ich eigentlich ganz okay. Und hier möchte ich euch jetzt diese 3 Riegel vorstellen. Ich muss sagen, diesen hier habe ich schon probiert, denn ich habe ihn schon fast aufgefressen, den Vegans Proteinriegel in der Sorte Strawberry Cake Style. Und fand ich geschmacklich sehr lecker. Noch dabei in der Box war aber auch die Sorte Chocolate Brownie Style und die Sorte Cookie Dough Style. Also interessanterweise sind quasi berühmte Süßigkeiten wie Chocolate Brownies oder Cookie Dough oder Strawberry Cake hier jetzt als veganer Proteinriegel verwurstet worden. Bio und mit jeweils, keine Ahnung wie viel Gramm, 40, 45 müssen es ungefähr sein, wenn ich das hier so richtig abschätze. Normalerweise habe ich mehr in der Hand, 50 Gramm. Manchmal bin ich echt nicht, ja, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brötchen esse, das wiegt ja auch mehr als 50 Gramm. Deswegen, ne, ja. So, Proteinriegel mit 20% Protein überzogen mit Zartbitter-Schokoladen-Kuvertüre. Wir gucken uns einfach mal die Zutaten bei der Sorte Cookie Dough an. Die da wären Zartbitter-Schokolade als erste Zutat mit 17% Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter. Dann haben wir einen Reissirup, Dattelsirup, Agavendicksaft. Also es wird hier mit natürlichen Süßstoffen gesüßt. Erbsenprotein, braunes Reisprotein sowie Sojaprotein sind hier die Protein, ja, die Stoffe, die Proteine liefern. Kakaokernstückchen geröstet, da sind ja, glaube ich, Nips. Dann haben wir Kokosnussöl, was übrigens nicht so Superfood ist, wie viele Leute glauben. Natürliche Aromen, Kürbiskernprotein, Meersalz. Bei den anderen Sorten wird es sicherlich ähnlich sein. Aromen sind auch drin, logischerweise, denn man kann mit den Zutaten, die hier drin sind, natürlich keine, wo steht denn hier die Aromen? Da hinten, da. Aromen, kann man ja keinen Geschmack wie Cookie Dough ja, herausfinden. Nichtsdestotrotz sind die Zutaten halt bio und vegan. Preis weiß ich gar nicht. Kann mir einer in die Kommentare schreiben. Ich habe es ja, wie gesagt, zugeschickt bekommen. Ich glaube, so 1,50 ungefähr so ein Riegel. Weiß es aber nicht ganz genau. Die Sorte Strawberry Cake Style, also Erdbeerkuchen Style, sieht eher nach braunem Mischmasch aus. Wir können hier so kleine Stüppchen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich Erdbeeren sind. Und das Ding ist echt lecker. Erdbeerstückchen. Ja. Das Ding ist super lecker. Vor allem diese kleinen Kakaokern-Nips geben einen knackigen Geschmack. Intensives Aroma nach Erdbeeren. Kuchengeschmack von wegen Strawberry Cake kann ich jetzt nicht festmachen. Konsistenz eher sandig, aber einfach lecker. Zumindest wie ein veganer Proteinriegel. Ja, man kann, wie gesagt, kritisieren, dass er durch diese Proteine drin sind, eine leicht sandige Konsistenz hat. Ist halt auch eher weich, aber ich persönlich finde das gar nicht schlimm. De facto schmeckt er mir einfach. Von daher kann ich sagen, der vegane Protein Chockbar Strawberry Cake Style ist gar nicht so verkehrt. Oh, wir sollten uns vielleicht nochmal die Nährwerte angucken. 394 Kalorien, 14 Gramm Fett, 9,2 Gramm sind gesättigt, Kohlenhydrate 45, davon 37 Gramm Zucker, ist also kein Low-Carb-Riegel und 20 Gramm Eiweiß.
de facto also nicht sonderlich viel Eiweiß. Deswegen finde ich, die Bezeichnung Proteinbar ist schon etwas grenzwertig. Meiner Meinung nach müsste mehr drin sein. Wenn wir uns jetzt einfach mal so ein KitKat angucken, was de facto nicht mal ansatzweise an 20 kommt, aber trotzdem pro 100 Gramm immerhin da 8,7 Gramm Eiweiß hat, seht ihr, das ist eine absolute Süßigkeit. Also ihr seht, die Differenz ist jetzt nicht, wer weiß wie gigantisch, so viel mehr ist hier auch nicht drin. Und die meisten, selbst simplen Proteinriegel bringen es meistens auf 30 Gramm bis zu 40, von daher finde ich 20 ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Die Sorte Chocolate Brownie gucken wir uns mal als nächstes an, die habe ich noch nicht probiert, da bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Ist auch so ein Riegel, ne? Außen die Schokolade, innen drin vermutlich auch so eine dunkle Füllung, genau. Hier wie so Crispy sind da scheinbar auch drin. Auch wieder eine weiche Konsistenz. Aber schön ist die Kuvertüre außen. Die ist schön feste. Oh ja. Und der ist tatsächlich sehr gut schokoladig. Also Christine, hast du mir echt ein paar feine Sachen geschickt. Der geht auch tatsächlich ein bisschen in die Richtung Brownie, muss ich sagen. Also wirklich gar nicht so schlecht. Und vor allem, diese Kakaonips da drin gefallen mir gut. Die geben so einen Knack immer. Also der ist echt auch sehr gut. Also für einen veganen Riegel, ich bleibe bei Questbars, geschmacklich sind die eine Offenbarung, aber für einen veganen Riegel sind die hier gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ob man es Proteinriegel nennen darf, weiß ich nicht. Geschmacklich aber durchaus gut. Jetzt die Sorte Cookie Dough. Bisschen heller innen drin, aber jetzt irgendwie nicht so keksteigmäßig. Auch die gleiche weiche Konsistenz. Keksteig. Bisschen milder im Geschmack als die Sorte Schoko Brownie. Aber Keksteig würde ich jetzt nicht, ich habe Teig gesagt, nicht Teig. Keksteig würde ich jetzt nicht sagen. Ist eher so süß. Für mich schwer zu definieren. Ganz eindeutig Schokolade. Ganz eindeutig Erdbeere. Ganz eindeutig keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist für mich eher so ein milderer Schokoriegel, der halt einfach so eine gewisse Süße hat. Ich weiß aber nicht, was das ist. Nichtsdestotrotz sind drei dieser Riegel super lecker gewesen. Nährwerte, wie gesagt, kann man drüber streiten, wie gut man das findet. Die Sorte Brownie, sehr, sehr lecker. Die Sorte Erdbeere auch sehr, sehr lecker. Die Sorte Cookie Dough jetzt irgendwie nicht irgendwie, ich sag mal, nicht geschmacklich gut. Also jetzt nicht irgendwie, dass er nicht schmeckt, aber schmeckt irgendwie nicht nach dem, was draufsteht, finde ich.